Hallo, heute präsentieren wir euch die brandneue Basisqualifikationsprüfung 2014 aus dem Frühjahr. Und an der Stelle wollen wir gerne auch nochmal auf unsere Angebote hinweisen, die ihr hier auf unserer Homepage unter diesem Link finden könnt. Hier werden also stets die wichtigsten Dinge, die wir hier so präsentieren, aktuell gehalten. Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2014, und zwar dem Mai. Und besprechen möchte ich heute die Aufgabe Nummer 3. Bei dieser Aufgabe geht es um ein Pumpspeicherwerk, das am Tage Energie gewinnt und nachts durch das Hinaufpumpen der Flüssigkeit die Energie speichert. In der Sache sieht unser Pumpspeicherwerk etwa so aus. Wir haben einen Zulauf in diesem Behälter, wird das Wasser sozusagen gespeichert. Dieses Wasser läuft dann in eine Turbine. Die Turbine treibt über ein Getriebe den Generator an. Und dieser liefert unseren elektrischen Strom. Das wäre der Betrieb am Tage. Nachts geht das Ganze rückwärts.